Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video bauen wir uns eine kleine Vorrichtung für die Tischkreissäge. Die ist dafür gedacht, um dünne Streifen zu schneiden. Ich habe dieses Teil hier nicht selbst entwickelt oder erfunden oder irgendwas. Ich habe es im Internet gesehen, will es mir aber selber auch nachbauen. Und ich zeige dir jetzt, wie es geht. Die Vorrichtung wird hier in unseren Nut eingesetzt von der Tischkreissäge. Deswegen brauchen wir erstmal ein Stück Holz, was hier reinpasst. Irgendwelche Hartholz-Reststücke sind hier ideal. Wie zum Beispiel hier dieses Stück Esche. Strom wäre schon gut zum Hobeln. Wir haben jetzt genau das, was wir brauchen. Eine Leiste, die hier ziemlich genau reinpasst. Und es ist ein bisschen tiefer bzw. schmäler, als hier die Nut tief ist. Ich habe hier ein Stück Hartholz. Ihr könnt ja auch jedes andere beliebige Holz holen. Ich habe das hier einfach gerade rumliegen, deswegen benutze ich das hier. Und das muss ich gleich erstmal auf Maß schneiden. Dann brauchen wir hier eine Nut, denn die Nut wird später einstellbar sein. Als nächstes brauchen wir eine Nut. Die machen wir uns in der Fräse. So, wäre natürlich gut, wenn der Anschlag in der Führung wäre. Das hier wird die Leiste sein, mit der wir später die Breite der dünnen Streifen einstellen können. Wir wollen das ja natürlich einstellen, deswegen muss dieses Teil hier drin beweglich sein. Und hier habt ihr schon, hier seht ihr die Breite, wie man später einstellen kann. Und da müssen wir jetzt ein Loch und eine Langnut herstellen. Jetzt brauchen wir natürlich so ein bisschen den Abstand, wo ich die Bohrung durch das Holz durchmache. Ich denke, so. So, jetzt passt das schon eher. Jetzt machen wir die Bohrung hierher. Ich finde, das ist ja immer jedes Mal eine der geilsten Aufgaben, wenn man Schlussschrauben im Holz versenkt. Also ich finde die Aufgabe mega. Ach nee, es ist Holzgebruch. Ach nö. Das ist natürlich ein wenig schade. Jetzt muss ich erstmal hinter der Kamera wieder dieses Teil neu herstellen. So, ihr seht, ich habe dieses Teil jetzt doch nochmal neu hergestellt aus Multiplex. Aus Eiche wäre es zwar ein bisschen schöner gewesen, aber das hier wird auch funktionieren. Als nächstes brauchen wir eine ganz wichtige Schraube, denn mit der Schraube können wir dann dafür sorgen, dass wir dieses Teil hier für jedes Sägeblatt auch benutzen können. Und dafür brauchen wir erstmal ein Loch. Habt ihr auch noch solche Restbestände an Schrauben von eurem Großvater oder Vater? Das sind solche Schrauben, die kann man gar nicht gut benutzen, außer für solche Zwecke. Ich benutze aber noch manchmal als Deko-Schraube. So. Hier seht ihr die Schraube, die ist nicht ganz versenkt. Die kann man dann, wie gesagt, an jedes Blatt anpassen. Als nächstes werde ich hier meine Leiste festkleben. Und die werden wir hier hinkleben. Als nächstes müssen wir uns natürlich noch die Nullposition markieren. Da lasse ich mal hier einfach ein bisschen Luft. Und bei der 5 wird quasi die 0 sein und nach links wird es dann mehr. Und dazu nehme ich mir einen kleinen feinen Winkel und markiere mir in etwa hier die Nummer 5. Relativ unspektakulär. Ich benutze hier einfach meinen Bleistift und zusätzlich schneide ich hier so ein bisschen die Oberfläche ein, dass man auf jeden Fall hier einen Schnatzer im Holz hat mit ein bisschen Bleistiftklinge drin. Als nächstes müssen wir das Teil so ausrichten,
dass wir am Zahn vorbeischrappen auf der Null sind und es einigermaßen rechtwinklig ist. Das ist der Fall. Aber genau können wir es ja dann gleich noch ein bisschen nachstellen. Here a little dot and here a little dot. Oh, verkackt. Das ist jetzt ebenfalls wieder nur eine Sache vom Vorbohren und Festschrauben. Und dann können wir unsere Vorrichtung gleich endlich mal benutzen. Als nächstes muss man einfach dieses Teil hier reinlegen und jetzt können wir es ein bisschen feinjustieren. Das muss hier ein bisschen rüber. Jetzt sind wir hier genau auf Null. Aber das stimmt noch nicht genau, das müssen wir jetzt nämlich einstellen. Und das passt jetzt ganz genau. Ich will jetzt mal ausprobieren, was mit dieser coolen Vorrichtung hier alles funktioniert. Und wir fangen mal bei 4 mm an. Dazu hole ich mir hier einfach einen Streifen Massivholz. Ja, das ist gut. Wir gehen runter bis auf einen Millimeter, in Millimeterschritten. Also machen wir jetzt im besten Fall 4 Schnitte. Ich schneide jetzt als erstes mal das Material ohne eine Einstellung. Denn es soll erstmal 90 Grad zum Tisch gehalten. Ich habe jetzt doch nur 2 Streifen geschnitten. Den ersten Streifen habe ich auf 4 mm eingestellt. Der war nicht ganz so genau, der hat 3,7 nur gehabt. Das war aber ein Bedienerfehler. Dann habe ich noch einen 1 mm Streifen eingestellt und das hat wirklich super funktioniert. Also der hat auch genau 1 mm, das habe ich mit dem Messschieber nachgemessen. Und das zeigt mir einfach, dass die Vorrichtung gut ist und funktioniert. Ich bin ziemlich happy mit dem Endergebnis und das Teil kann man einfach sehr schön benutzen. Und es wird bestimmt mal in dem einen oder anderen Projekt ganz nützlich sein. Habt ihr euch schon mal so eine Vorrichtung zugeschnitten, gebaut oder habt ihr eure Streifen einfach Pi mal Daumen runtergeschnitten, falls ihr solche dünnen Leisten mal gebraucht habt? Ich denke, das hier ist relativ interessant, wenn ihr euch Unterleghölzchen herstellt und dann auch vielleicht ein paar ganz feine herstellen möchtet, wie zum Beispiel eben hier diese 1 mm Streifen. Dann könnt ihr das hiermit schnell einstellen, könnt ihr vielleicht noch farblich markieren und könnt dann irgendwie, wenn er was einbaut, damit distanzieren, unterlegen, was auch immer. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Wenn du möchtest, kannst du den Kanal ja abonnieren. Hier kommen regelmäßig Videos. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen ganz, ganz tollen Tag.